erlebt, wo also sozusagen gesund gebetet wurde ohne Ende. Erst die letzte sozusagen mir bekannte Sitzung hier, da also muckten und na nicht nur muckten, sondern da begehrten die Bürger auf und hatten also sozusagen Klartext hier gesprochen mit den politisch Verantwortlichen hier. Seitdem hat übrigens auch keine Veranstaltung, so viel ich weiß, wieder hier stattgefunden. Es geht nicht anders. Man muss deutlich werden. Man kann sozusagen, wie ich von mir aus, ins Sperrgebiete machen, das ist alles okay. Ich halte das letzten Endes auch im Endeffekt für halbherzig. Und eine schnelle Lösung kann nur sein, wenn sich auf politischer Ebene, und das nützt alles nicht, es muss politisch auch gelöst werden, denn ich habe keine Lust darüber zu streiten, was also wichtiger ist, die Henne oder das Ei, also die Gesellschaft oder die Politik. Politik oder politische Parteien sind ein Teil der Gesellschaft, so wie Schule und Kirche es auch letzten Endes sind. Also, von daher sozusagen hilft es alles nicht. Wer Verantwortung dafür trägt, und das ist sozusagen, sind die politischen Mandatsträger, und das sind die Parteien, die letzten Endes dann hier, ob in Koalition oder alleine, letzten Endes die Richtung bestimmen. Und wenn es so ist, dass die bestimmten und herrschenden Parteien, die wir hier haben, sagen wir mal, hier im Bezirk, einen anderen Kurs fahren, der offensichtlich gegen die Interessen der Bürger ist, dann kann man nur sagen, man sollte jene demokratischen Kräfte unterstützen, die im Grunde also auch die Sorgen und Nöte der Bürger nicht nur ernst nehmen und nicht nur gesund bieten, sondern tatsächlich Vorschläge machen, um es letzten Endes zu ändern. Ich selber sozusagen hoffe, dass ich also nochmal für 5 Jahre, also was weiß ich, ins Parlament komme und werde also dieses Thema weiterhin, und wenn die Akte nochmal 3-mal so dick wird, das ist mir völlig egal, ja, werde also weiterhin Briefe schreiben an Herrn Kant, weiter Briefe schreiben an den Zoll. Von mir aus soll es auch ein anderer Polizeipräsident sein, das ist mir alles egal, aber ich werde dafür weiter mich einsetzen. Und mehr sozusagen kann ich nicht, denn ich bin auch letzten Endes nur eine einzelne Person. Ich brauche die Unterstützung. Und wenn hier heute sozusagen Hunderte sozusagen gewesen wären, dann hätte ich mich auch gefreut. So ist das nicht. Und ich kann mich da in allen anderen Äußerungen nur dem, meinem geschätzten Nachbarn hier, Herrn Spanek, anschließen. Wir können es ändern, es ist möglich, aber es ist eine Anstrengung. Und was sozusagen über Jahrzehnte wie eine Lawine zum Tale gerollt ist, das werden Sie nicht, obwohl Sie sagten ganz schnell, das werden Sie nicht in einem Jahr wieder den Berg hochholen.